Der Weihnachtsmann spielt mit seinem Tischtennisball. Doch was macht er nun? Er schneidet ein Stück Nähgarn, etwas länger als die halbe Höhe des Gefäßes, klebt den Faden an Ball und Boden fest und füllt das Gefäß voll Wasser, sodass der Ball komplett unter Wasser ist. Tipp: Bei nicht transparenten Gefäßen könnt ihr auch von oben reinschauen. Dann bewegt ihr das Gefäß aus unserer Perspektive ruckartig nach links. Was passiert mit dem Tischtennisball im ersten Moment der Bewegung? A. Der Ball bewegt sich in die gleiche Richtung wie das Gefäß. B. Der Ball bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung wie das Gefäß. C. Der Ball beginnt zu sinken. D. Der Ball fängt an, sich zu drehen.